Hey Leute, ich bin hier gerade an so ein Gerät angeschlossen. Das ist so eine Art Lügendetektor. Das erkennt, wenn ich nicht die Wahrheit sage. Ich würde sagen, das probieren wir mal aus. Heute geht es in der Sendung um Roboter. Ja, okay, war geschummelt. Eigentlich geht es nämlich heute um Dinosaurier. Ja, aber jetzt könnt ihr euch vielleicht denken, worum es wirklich geht. Heute geht es nämlich um Schummeln und Lügen. Cool, ne? Und übrigens, den Lügendetektor hier habe ich ganz allein und höchst selbst gebaut. Egal, ob wir beim Spielen schummeln, in der Schule spicken oder jemanden so ein bisschen anflunkern. Wir alle sagen öfter mal die Unwahrheit. Etwa, weil wir jemandem eine Freude machen wollen. Das zum Beispiel war eine Notlüge aus Höflichkeit. Aber wir lügen manchmal auch, weil wir uns vor der Arbeit drücken wollen. Oder um mit einer Lüge Freunde zu schützen. Fast jeder von uns lügt mehrmals am Tag. Oft auch ganz unbewusst. Ich check heute, warum das so ist und ob man Lügen erkennen kann. Dafür lasse ich mich an einen echten Lügendetektor anschließen. Ich finde raus, ob man lügen darf und ob Lügen manchmal vielleicht sogar notwendig ist. Und ich treffe einen professionellen Lügenaufspürer, einen Richter. Also, alle bereit? Hier kommt der Lügencheck. Ganz ehrlich. Und jetzt die Checkerfragen. Wie funktioniert ein Lügendetektor? Darf man lügen? Und wie erkennt ein Richter Lügner? Das check ich für euch. Los geht's an der Universität Würzburg. Dort arbeiten Forscher, die sagen, sie können Lügen erkennen. Und einen von ihnen treffe ich jetzt. Matthias. Matthias. Hallo. Tag. Hi. Sag mal, du bist richtig gut drin, rauszufinden, ob jemand lügt oder die Wahrheit sagt, ne? Ja, wir beschäftigen uns mit solchen Fragen. Ich habe eine Idee. Von Anfang an, wir machen mal einen kleinen Test. Du musst mir sagen, habe ich gerade gelogen oder habe ich die Wahrheit gesagt? Okay, ich versuch's. Einverstanden? Mhm. Ich bin schon mal vom 10-Meter-Turm gesprungen. Traue ich mich nicht. Ich glaube, du auch nicht. Das stimmt. Ja. Ey, krass. Saugut. Wie hast du das jetzt erkannt? Ich habe mehr oder weniger geraten. Echt jetzt? Das ist es auch, was man am ehesten tut. Also Lügen kann man eigentlich nicht gut erkennen, wenn man so direkt mit so einer einzigen Aussage, mit so einem Satz damit konfrontiert ist. Aber du bist ja trotzdem Experte für Wahrheit und Lüge. Was kannst denn du dann, was andere Leute nicht können? Wir benutzen ein spezielles Gerät dafür, was man auch als Lügendetektor kennt. Mhm. Checkerfrage. Wie funktioniert ein Lügendetektor? Wir messen Körperreaktionen, die nicht direkt beeinflussbar sind, den Herzschlag zum Beispiel. Mhm. Das heißt, wir benutzen das Gerät in Verbindung mit einer bestimmten Befragungstechnik und damit versuchen wir dann festzustellen, ob jemand gelogen hat oder die Wahrheit gesagt hat. Ja, mega. Können wir das ausprobieren? Das können wir machen, aber dafür müsstest du erst was tun, was wir später mit dem Lügendetektor aufdecken können. Ah, ja klar. Unser Experiment funktioniert so. Ich werde zum Dieb und stehle etwas. Matthias behauptet, er kann dann rausfinden, was ich geklaut habe. Da drin begehe ich jetzt meine Tat. Okay, was nehme ich denn jetzt? Die Kopfhörer vielleicht? Nee, die sind zu groß. Hier irgendwas. Ah, Gummibärchen. Lecker. Ah, jetzt habe ich's. Seifenblasen. Die nehme ich, die sind super. Die klaue ich jetzt. Und jetzt wird's ernst. Matthias schließt mich gleich an den Lügendetektor an. Der Lügendetektor, oder auch Polygraph nennen wir ihn, ist letztlich dieses Gerät hier. Das misst die körperlichen Reaktionen und aufgezeichnet wird es eigentlich mit einem ganz normalen Computerprogramm. Zuerst werde ich verkabelt. Diese sensiblen Sensoren messen den Schweißfilm auf meiner Handfläche. Weiter geht's da drin, genau. Die Gurte zeichnen die Atmung auf. Und der kleine schwarze Clip am Finger, meinen Herzschlag. Jetzt bin ich ja fertig verkabelt. Genau. Was passiert denn jetzt?
Jetzt bekommst du Fragen gestellt zu dem, was passiert ist. Mhm. Wir wollen wissen, ob du bestimmte Dinge wiedererkennst, die du als Unschuldiger eigentlich nicht kennen solltest. Gleichzeitig werden hier auf dem Bildschirm Bilder gezeigt. Okay. Und du sagst ja, du hast nichts damit zu tun. Das heißt also, du würdest jede Frage abstreiten, das heißt mit Nein antworten. Mhm. Wenn mein Körper gleich Reaktionen zeigt, ist das ein Hinweis darauf, dass ich in dem Moment wahrscheinlich lüge. Ich bin echt gespannt, was jetzt passiert. Matthias, von mir aus kann's losgehen. Welchen Snack hast du im Raum probiert? Waren es Schokoladenkekse? Nein. Nüsse? Nein. Gummibärchen? Nein. Oh oh, ich glaube, Matthias merkt was. Welchen Spielzeugartikel hast du mitgenommen? Waren es Spielkarten? Nein. Luftballons? Nein. Ein Ball? Nein. Seifenblasen? Nein. Oh je, ich bin so ein schlechter Lügner. So, und? Ja, ich würde sagen, wir haben dich überführt. Glaubst du? Ja, das glaube ich. Und zwar? Ich glaube, du hast Gummibärchen gegessen und du hast Seifenblasen mitgenommen. Ja, stimmt alles. Ja. Natürlich haben die Sensoren nicht einfach angezeigt, Lüge, sondern sie haben meine Körperreaktionen aufgezeichnet. Man sieht jetzt hier die verschiedenen Körperreaktionen, die Atmung, die Hautleitfähigkeit, also die Feuchte, deine Handinnenfläche und der Puls. Man sieht relativ deutlich, dass eine Reaktion sehr stark heraussticht und das ist genau die Seifenblase. Und zwar äußert sich das so, dass deine Atmung kurzzeitig flacher wird oder sogar kurzzeitig stoppt in dem Fall. Mhm. Deine Hautleitfähigkeit geht nach oben, das heißt, die Hände werden ein bisschen schwitziger kurzzeitig und die Finger werden etwas weniger durchblutet. Alle diese Reaktionen sind ein Zeichen von Stress. Denn wenn wir lügen, ist unser Körper in Alarmstimmung. Wir haben Angst, dass wir erwischt werden. Und das stresst uns. Aber natürlich ist nicht jeder, der gestresst ist, automatisch ein Lügner. Es kann ja auch sein, dass jemand einfach nur Angst vor der Befragung hat, obwohl er die Wahrheit sagt. Der Lügendetektor zeichnet alle Stressreaktionen auf, nicht nur die von einer Lüge. Der Lügendetektor funktioniert also nur mit ganz bestimmten Fragen und nicht in allen Situationen. Deswegen verwendet ihn die Polizei in Deutschland nur sehr selten. Ein Lügendetektor misst Körperreaktionen, die auf Stress hindeuten. Wenn man gestresst ist, könnte das ein Hinweis sein, dass man gerade lügt. Gecheckt. Ha! Jetzt musst du 4 ziehen. Mein Hosenschlitz? Ey, der war überhaupt nicht offen. Ach komm, jetzt soll ich 8 ziehen, oder was? Du hast doch geschummelt. Natürlich hast du geschummelt. Oh Mann, ey. Ja gut, dann jetzt für euch erstmal die Mitmachfrage. Und ich zieh 8 Karten, ne? 1, 2, 3... Welcher Satz ist wahr? A. Ein Richter darf immer lügen. B. Fake News sind falsche Nachrichten. Oder C. Ich liebe Abspülen. Checkt mal, ob ihr die Antwort in der Sendung entdeckt. Die Lösung gibt's zum Schluss. Weiter geht's an der Uni in Erlangen. Dort baue ich mein großes Lügenlabor auf. Und ich kläre meine nächste Checkerfrage. Darf man lügen? Das weiß er, Peter. Er ist der Chef des Deutschen Ethikrats. Das ist eine wichtige Gruppe, die sich viel damit beschäftigt, was okay ist und was nicht. Grüß dich. Grüß dich. Du, gleich zu Beginn mal eine Frage. Hast du schon mal gelogen? Nö. Ich glaube, das war schon die erste Lüge heute. Du hast auch schon mal gelogen. Natürlich, es gehört irgendwie zum Menschsein dazu. Weißt du was, ich habe ein paar Videos gedreht, so kleine Filmchen, in denen ich gelogen habe. Also ich habe es nur gespielt, ne? Aber ich habe so Situationen halt hergestellt. Okay. Was hältst du davon, wir gucken uns die mal an und du als Experte sagst mir dann, was du von der Lüge hältst und wie du das bewerten würdest, ob das okay ist oder wirklich überhaupt nicht. Na dann, herzlich willkommen in meinem Lügen-Labor-Kino. Es gibt sogar Popcorn. So. Jo, guck mal. Was die Leinwand? Oh, was noch ganz wichtig ist. 3D-Brille. Das ist nämlich in 3D. Okay, wow. Muss ich meine Brille absetzen? Ehrlich gesagt, Peter,
War gelogen, ist nicht in 3D. Oh. Aber eine Lüge. Ja. Dann können wir gleich mal erklären, das ist eine Lüge, die okay gewesen ist. War okay. Das ist für böse, nicht okaye Lügen. Okay. Alles klar. Darf dann nehme ich das wieder? Ja. Gut, wunderbar. Dann kann ich mir meine Brille wieder aufsetzen. Okay. Film ab. An dem Tag war ich zu faul zum Abspülen. Aber dann hat mich meine Mitbewohnerin gefragt, ob ich's gemacht habe. Das war mir echt peinlich. Also habe ich lieber geflunkert. Also ich glaube, an der Stelle vermutlich bist du ein bisschen bequem gewesen und hattest keine Lust. Mhm. Zuzugeben, dass du das noch nicht gemacht hast. Mhm. Und dann denken, komm, ich mach's ein andermal und kein großes Aufsehen. Ja. Und ich stell mir jetzt mal vor, deine Mitbewohnerin kommt dann in die Küche und sieht das. Mhm. Vielleicht sagt sie sich, Mensch, wenn der Tobi bei so einer Kleinigkeit schon geflunkert hat oder gelogen hat, kann ich dem vertrauen. Bei anderen Sachen, wenn es sogar wirklich mal was Ernsthaftes ist. Ja? Stimmt. Also klar, ich gebe ihr damit Grund, mir in Zukunft nicht mehr jedes Mal zu glauben. Weil ich sie eh schon mal angelogen habe, dann denkt sie sich, das wird er vielleicht auch bei anderen Sachen machen. Ja, genau. Also, nicht okay. Bist du bereit für das nächste Filmbeispiel? Gerne. Ja? Ja. Film ab. Da habe ich was wirklich Boshaftes gemacht. Ich habe nicht nur was zerstört, sondern auch noch meine Mitbewohnerin angeschwärzt. Ich habe einfach behauptet, dass sie es war. Bloß, weil ich sie an dem Tag irgendwie blöd fand. Das war schon ziemlich hart. Also ich habe das natürlich nur gespielt, ne? Ich würde sowas niemals machen. Aber ich schätze mal, das war keine okaye Lüge. Also ich glaube, das ist so mit das Übelste, was man machen kann. Erst was, ich glaube, wirklich Böses machen und dann auch noch anderen Leuten das in die Schuhe schieben. Das geht gar nicht. Ja, stimmt. Nicht okay. Film ab. Oh je. Mein Kumpel hat bei uns im Hof die Scheibe eingeschossen. So ein Mist. Der Hausmeister fand das überhaupt nicht witzig. Aber ich wollte nicht, dass mein Freund Ärger kriegt. Also habe ich ein bisschen geschwindelt und gesagt, dass wir nichts damit zu tun haben. Also, die Motivation, dem Kumpel helfen zu wollen, ist an sich irgendwie nachvollziehbar. Mhm. Aber wenn jemand anders dadurch einen Schaden erleidet, auf dem er sitzen bleibt, dann ist das doch eine ziemlich üble Sache, eine teure Sache für den Hausmeister. Ja. Also zur Wahrheit zu stehen, heißt eben manchmal oder häufig auch mutig zu sein, gegen seine eigene Angst anzukämpfen. Also bei der Lüge nicht in Ordnung? Nicht in Ordnung. Bitte nach dir. Aber ich hau nicht ganz so feste drauf, wie ich das bei der Lüge davor getan habe. Okay, alles klar. Film ab für meine letzte Geschichte. Da kommen zwei gefährliche Gestalten vor. Die haben mir echt Angst gemacht. Boah, das war knapp. Also das ist für mich die klassische Situation, in der man lügen darf. Ich würde sogar sagen, indem man fast eine Pflicht hat, zu lügen, weil du hast den Eindruck, die wollen ihm wirklich an die Gurgel. Mhm. Der ist in Lebensgefahr. Und deswegen ist das für mich die total nachvollziehbare Form der Lüge, wo ich sogar sagen würde, da hat man eigentlich eine Pflicht, zu lügen. Darf ich? Gerne. Wir machen wieder beide einfach. Lügen ist nur okay, wenn jemand wirklich in Gefahr ist. Sonst sollte man immer die Wahrheit sagen, auch wenn es manchmal schwerfällt. Checkt. Stellt euch mal vor, im Internet steht, Achtung, Achtung! Wetterforscher haben herausgefunden, es wird ein ganzes Jahr lang regnen. Das ist natürlich eine Lüge. Aber
So wie die Nachricht aussieht, also mit Text und Überschrift und einem Bild, wirkt sie ziemlich echt. Ist aber trotzdem falsch. Und solche falschen Nachrichten, die nennt man auf Englisch Fake News. Habt ihr vielleicht schon mal gehört? Viele, die das mit dem Regen lesen, werden eh sagen, so ein Quatsch, das glaube ich nicht. Aber manche glauben es vielleicht trotzdem und finden die Nachricht so spannend, dass sie sie gleich an alle ihre Freunde weiterleiten. Und so verbreitet sich so eine Falschnachricht super schnell. Und irgendwann gibt es wirklich richtig viele Leute, die glauben, es wird ein ganzes Jahr lang regnen. Einfach nur, weil sie die Nachricht auf so einer Fake-News-Seite gelesen haben. Deswegen ist es total wichtig, nicht alles zu glauben, was ihr im Internet so lesen könnt. Naja, und allerspätestens, wenn dann am nächsten Tag doch die Sonne scheint, ist ja klar, das Ganze waren tatsächlich nur Fake News. Ich habe bisher herausgefunden, Lügen ist nur in Notsituationen erlaubt. Es gibt Lügendetektoren, die Lügen erkennen können, aber die werden bei uns nur sehr selten verwendet. Aber wie kann man dann einen Lügner entlarven? Das frage ich jetzt jemanden, der jeden Tag belogen wird und dessen Beruf es ist, Lügen zu erkennen. Andi. Er ist Richter am Amtsgericht in Garmisch-Partenkirchen. Und hier kläre ich auch meine dritte Checkerfrage. Wie erkennt ein Richter Lügner? Der Checker Tobi, bitte in den Sitzungssaal. Oh je, jetzt bin ich dran. Hallo. Hallo. Hallo Andi. Hallo Tobi. Hi. Was hast du da an? Eine Robe. Ist das quasi deine Arbeitskleidung? Das ist meine Arbeitskleidung. Wow, sieht schick aus. Danke. Sieht aber auch aus wie was sehr Ernsthaftes. Dein Job ist ja jetzt kein Kinderspiel, ne? Jetzt nehme ich mal an, wenn du die Robe trägst und in einer Verhandlung bist, dann darfst du nicht lügen, oder? Nein, ich darf nicht lügen. Allerdings stellt sich die Frage auch nicht, weil ich in der Richterrolle ja derjenige bin, der die Fragen stellt und nicht die Antworten gebe. Nehmen wir doch mal an, ich hätte jemanden betrogen. Wie würde denn dann so eine Gerichtsverhandlung ablaufen? Wir brauchen auf jeden Fall einen Richter, das bin ich. Ja. Man braucht mich unbedingt, ohne den Richter läuft nichts. Das ist schon mal super cool. Dann brauchen wir natürlich aber auch einen Staatsanwalt oder eine Staatsanwältin. Aha. Die Staatsanwältin, das ist sie hier. Die ist in einem Prozess eine sehr wichtige Person. Nachdem die Polizei ermittelt hat und wenn die Beweise ausreichen, erhebt sie Anklage. Der Angeklagte, das bin ich, ist natürlich alles nur gespielt. Dem Angeklagten hilft ein sogenannter Verteidiger. Und dann gibt's noch einen Zeugen, den spiele auch ich. Aber der muss erstmal draußen warten. Zuallererst liest die Staatsanwältin die Anklage vor. Der Angeklagte soll einem Fußballfan für 200 Euro einen Ball verkauft haben, auf dem angeblich alle Originalautogramme der Nationalspieler drauf waren. Diese Unterschriften sollen aber gefälscht gewesen sein. Dann geht die Verhandlung los. So, Tobi, meinst du, du bist für das Gericht angemessen gekleidet? Mhm. Muss ab, oder was? Muss ab. So, du hast ja jetzt gehört, was die Staatsanwältin dir zur Last legt. Was sagst du dazu? Andi, da muss ich mal kurz als Tobi fragen. Wenn ich jetzt die Wahrheit sage, dann bin ich ja sofort entlarvt. Was mache ich jetzt? Was kann ein Angeklagter in der Situation machen? Du hast die Wahl, du kannst aussagen. Du darfst sogar lügen als Angeklagter. Ah, tatsächlich? Ja. Also ein Angeklagter muss nicht unbedingt die Wahrheit sagen. Er kann entweder sagen, dazu möchte ich mich nicht äußern. Oder er kann sogar bei seiner Geschichte bleiben. Ganz genau. Ich habe die Unterschriften nicht gefälscht. Die schauen aber alle gleich aus. Da kann ich ja nichts dafür, dass die Nationalspieler so schreiben. Dann erzähl doch mal, wie es wirklich war. Klar, also ich war 2014 bei der Weltmeisterschaft in Brasilien. Und es war mega heiß, richtig warmes Wetter so. Und nach dem Spiel bin ich raus zum Ausgang. Da war auch der Mannschaftsbus. Da kamen die ganzen Spieler raus und dann hatte ich den Ball und dann haben die mir das unterschrieben. Und dann hatte ich einen Ball mit echten Unterschriften der deutschen Nationalmannschaft. Wie viele Spieler kamen denn da raus? Alle, das ist ja das Besondere. Alle Spieler haben unterschrieben. Alle und Spieler? Und der Trainer. 13 Leute, 13 Unterschriften. Das ganze Team. 13. Und der Trainer auch. Und warum sind dann 17 Unterschriften auf dem Ball? Weiß nicht. Also, vielleicht hat jemand zweimal unterschrieben. Mhm. Weil es hat eh die ganze Zeit total geschüttet. Und die wollten in den Mannschaftsbus und vielleicht sind die dann, haben die gedacht, habe ich jetzt schon unterschrieben oder nicht oder so vielleicht? Und dann haben sie vielleicht aus Versehen zweimal. Du meinst, die hatten es eilig, weil so schlechtes Wetter war? Ja. Und wann war das genau? Bei der WM. 2014 in Argentinien. Ich habe das Gefühl, dass ich momentan nicht
mit der vollständigen Wahrheit bedient werde. Also, vielleicht müssen wir mal den Geschädigten fragen. Als Zeugen vernehmen? Mhm. Ich habe das also meinen Freunden gezeigt und die haben mir das bestätigt. Die haben auch gesagt, das sieht aber komisch aus, das sind keine echten Unterschriften. Der Richter befragt alle an einem Streit Beteiligten. So will er herausfinden, wer die Wahrheit sagt und wer nicht. Was hast du jetzt da so rausgefunden? Also, das war sehr eindeutig. Der Angeklagte hat gelogen, dass sich die Balken biegen. Echt? Also, wie genau hast du es rausgefunden? Naja, der Angeklagte hat sich ja sehr oft in Widersprüche verstrickt. Mhm. Er hat zunächst erzählt, dass das Wetter gut war, als er die Autogramme erhalten hat. Später hat er dann auf meine Nachfrage hin gesagt, es hat geregnet. Mhm. Dann hat einmal die WM stattgefunden in Brasilien, dann in Argentinien. Aha. Also es war voller Widersprüche, was der Angeklagte hier geäußert hat. Wenn du jetzt hier sitzt, achtest du manchmal auch drauf, was körperlich bei den Leuten passiert, mit denen du gerade sprichst? Ganz genau, da hast du völlig recht. Man schaut natürlich auch, wie reagiert der Angeklagte. Ist er vielleicht nervös? Rutscht er die ganze Zeit auf seinem Stuhl hin und her? Ah. Man darf das allerdings natürlich nicht überbewerten. Es kann ja auch sein, dass er jetzt, wenn er auf dem Stuhl hin und her rutscht, nur das deswegen tut, weil er eben aufgrund der Situation nervös ist. Klar, okay, verstehe. In unserem konkreten Fall jetzt gerade, weißt du schon, wie das Urteil ausfällt? Hast du schon ein Urteil gefunden? Ich denke, ich weiß, wie das Urteil ausgeht. Ich habe ja eine gewisse Erfahrung und dieser Fall war wirklich nicht schwer für mich. So, dann darf ich bitten, aufzustehen zur Urteilsverkündung. Dann ergeht im Namen des Volkes gegen den Angeklagten das folgende Urteil. Der Angeklagte ist schuldig des Betrugs. Er wird deswegen verurteilt, einen Geldbetrag in Höhe von 200 Euro an den Geschädigten zurückzubezahlen. Also Leute, das Lügen hat sich nicht gelohnt. Und ich krieg sogar noch eine Strafe dazu, damit ich es nicht wieder mache und auch die anderen wissen, das lohnt sich nicht. Darüber hinaus wird der Angeklagte weiter verurteilt, den Rasenplatz des örtlichen Fußballvereins bis auf den letzten Grashalm vollständig zu mähen. Was? Sie dürfen Platz nehmen. Ja, gut, ist richtig, ich habe gelogen. Aber zum Glück war das Ganze ja nur gespielt. Ein Richter befragt alle an einem Streit Beteiligten. Wenn sich jemand widerspricht und sehr nervös ist, kann das ein Hinweis sein, dass er lügt. Gecheckt. So. Spielen wir noch eine Runde, oder? Diesmal will ich gewinnen. Was, wieso denn nicht? Überhaupt nicht, ich bin überhaupt kein Schummler, so ein Quatsch. Ja, okay, hast recht. Dann mische ich halt nochmal neu. Für euch so lang, die Antwort auf die Mitmachfrage. Ist ja gut. Ich wollte von euch wissen, welcher Satz ist wahr? A. Ein Richter darf immer lügen. B. Fake News sind falsche Nachrichten. Oder C, ich liebe abspülen. Na, habt ihr die Antwort gecheckt? Guckt mal. Und solche Falschnachrichten, die nennt man auf Englisch Fake News. Habt ihr vielleicht schon mal gehört? Richtig ist also Antwort B. Fake News sind Lügen, getarnt als Nachrichten. Leute, ich glaube, ich habe es mittlerweile geschafft, das Gerät auszutricksen. Achtung, ich werde jetzt lügen und ich sage euch, die Maschine macht nichts. Achtung. Ich bin 1,95 Meter groß, hab blaue Augen und heiße Klaus. Oh, oh, oh. Ich glaube, ich hab's kaputt gemacht. Gut, dann jetzt die volle Wahrheit. Das war's für heute. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Stopp, stopp, es tut mir leid! Leute kennt. Das ist Tobi, Checker Tobi, Checker Tobi!